Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, ihr habt lange nichts von mir gehört, aber gibt verschiedene Gründe dafür. Nicht, dass ich nicht gefahren bin, das schon. Ich habe eigentlich gar nichts davon gefilmt. Meine Hometrails kennt er, Trutnov kennt er genug und ich habe das einfach mal ohne Kamera genossen, wieder eine Zeit lang zu fahren. Habe mich aber jetzt auch natürlich mal wieder entschlossen, ein Video zu machen, auch aus dem Anlass, in Kassel gibt es jetzt einen Trailpark, der hat vor 3 oder 4 Wochen aufgemacht und den gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Also, ich würde sagen, ich rede nicht lange, fahre nach oben. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz an der Mittelstation und werde dann gleich mal nach oben pedalieren. Und wie gesagt, wir schauen uns hier alles an. Um zu dem Trailpark hinzukommen, fahrt ihr von Kassel aus Richtung Herkules, also zum Hohen Gras hoch. Nach der Abfahrt zum Herkules weiterfahren, geht es dann hier links, wie man an dem Schild sieht, zu dem Trailpark. Das ist dann der Parkplatz in der Mitte. Und ja, Parkplatz suchen, alles andere ist von da aus gut ausgeschildert. So, ich bin jetzt hier oben an der Bergstation angekommen und ich habe mal geguckt, hier gehen jetzt 2 Trails los. Single Trail leicht und ein Flow Trail. Werden wir beide mal abfangen. Wir fangen jetzt einfach mal mit diesem Single Trail leicht an und ja, der Lift ist noch nicht in Betrieb. Der kommt auch noch. Wenn das fertig ist, kann man dann hier auch mit dem Lift nach oben fahren. Und ich würde sagen, ich schnall mir die Kamera mal an. Wir fackeln gar nicht lange. Und fangen an zu fahren. So. Schauen wir mal, was uns erwartet. So. So ein kleiner Startblock. Wir fangen mal mit dem linken Trail an. Soll der flach anfangen, merke ich schon. Ein bisschen anpedalieren. So ein paar kleine Steine, wo man drüber kann. So, hier treffen die Strecken wieder zusammen. Hallo? Sehr schön.
Das war die erste Abfahrt. Ihr merkt schon, die Strecken sind eher etwas kurz. Aber hat schon mal Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wie der Rest so ist. Okay, dann probieren wir jetzt mal den anderen Trail, den Flow Trail aus. Ich bin noch ein bisschen zu langsam. Aber wenn man die Strecken noch nicht kennt, hier ist schon wieder der Zusammenschluss. Und dann ist man wieder an der Mittelstation. So, und weiter geht's auf dem Trail. Danke. Sind wir wieder auf diesem gemeinsamen Teil. So, wir fahren jetzt mal hier ums Eck. Das meiste ist gut ausgeschildert, aber hier gehört noch ein Teil dazu, der noch nicht ganz ausgeschildert ist. Geht gleich schön mit dem Table los. Die kleine Steilkurve. Und dann ist man am Ende angekommen. Sehr schön. Ui. So, ich bin jetzt hier an der Mittelstation, so nennt sich das. Von oben gehen zwei los, von hier trennen sie sich in vier. Zwei davon sind wir jetzt gerade schon gefahren. Und jetzt probieren wir mal ganz rechts den Flow Trail aus. Mal gucken.
Okay. Danke. Ui. Das ist doof. Hopp. Ihm ist die Kette abgesprungen. Okay, ich bin mal wieder an der Mittelstation und fehlen tut mir jetzt hier noch die Jumpline. Gucken wir uns das mal an. Ich denke nicht, dass ich da jetzt so viel von springe, aber wir fahren trotzdem auf jeden Fall mal durch. Gut. Gucken wir mal, was mich da erwartet. Ich sag ja, für sowas bin ich zu langsam. Und hier ist Gegenwind ohne Ende, dass ich kaum auf Schwung komme. Eieieiei. Nee. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera hört, aber so. Hardcore Gegenwind. Das funktioniert so nicht. Aber ansonsten schöne Jumpline. Ich bin jetzt in der Höhe des Liftes, der noch nicht in Betrieb ist, aber der dann auch noch mal dazu kommt. Und 6 Trails sind fertig, ein 7. ist noch im Bau. Der wird dann auch, den zeige ich dann irgendwann anders mal. Und hat Spaß gemacht. Auch gerade mit der Schulklasse. Hier war übrigens, die mit im Bild waren, eine Schulklasse vom Friedrichsgymnasium, die Projektwoche haben. Saugeil. Sowas hatten wir leider nicht. Und ja, hat euch das Video gefallen? Ihr wisst, Daumen nach oben. Ich freue mich über einen Kommentar. Könnt das Video auch gerne liken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.